Ja, willkommen zum 15. Teil von This is the Police. Bürgermeister zeigt Hingabe zu Nepotismus. Was ist denn mit Nepotismus? Position des Polizeichefs ist kein Wahlentscheidung. So Bürgermeister Rogger. Bürgermeister Rogger, wenn mein Neffe die Polizei leiten will, unterstütze ich ihn. Also sein Neffe soll jetzt die Polizei leiten. Soll meinen Job kriegen, ja? Ich habe zu viel getrunken. Noch mehr Alkis, ey. So, wen befördern wir denn jetzt? Dann wir Asima. Ich glaube, höher kann man auch nicht befördern, ne? Als 3. Ja, ich musste den jetzt nach Hause schicken, ne? Weil sonst hätte er wieder einen Unfall gebaut und hätten wir hier die nächste Beerdigung. Stadtverwaltung erstmal angesichts jüngster Ereignisse müssen wir die Feministinnen in einigen Dingen nachgeben. Die sollen dafür sorgen, dass mindestens die Hälfte ihrer Angestellten auf der Polizeiwache weiblich ist. Sie haben 3 Tage. Ja. 411 in progress. So, der ist ja beim Schießerei gegangen. Ja, Leute. Es geht mir alles schon wieder hier viel zu schnell. Ein Taxifahrer hat jemanden schreien gehört und dann mehrere Personen auf der Brücke gesehen, als er auf dem Weg zum Hafen daran vorbeifuhr. Er hat angehalten, um nachzusehen, ob jemand Hilfe braucht. Als er sich näherte, erkannte er jedoch, dass ein Mann drohte, sich und 2 Kinder von der Brücke in das eisige Wasser zu stürzen. Jason hat uns verlassen. Ich habe meinen Job und das Haus verloren und so können wir nicht überleben. Es ist besser, wenn alles jetzt endet. Für den Taxifahrer sah es nach Selbstmordabsichten aus. Freistelle für die Polizei natürlich. Mein Gott. Ein älterer Mann mit kritzelnder Stimme hat soeben einen Einbruch gemeldet. Da ist jemand in mein Haus, klopft an die Tür und treibt sich im Erdgeschoss herum. Beeilen Sie sich.
Die Hälfte meiner Polizisten sollen weiblich sein. Ist das ein Weibchen oder ein Männchen? Eins, zwei, drei, vier, fünf habe ich hier in dem Team. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Männer. Das heißt, ich müsste zwei Männer hier feuern. Ja, dann schmeißen wir den mal raus. Gucken wir mal erstmal, ob wir überhaupt jemanden rausschmeißen können. Hier, den könnten wir rausschmeißen. Betrunken zur Arbeit erschienen. Ja, das ist doch ein Grund, ihn zu feuern. Da haben wir keinen Grund. Kein Grund. Ja, im schlimmsten Fall müssen wir einen illegalen Weg finden. Oder von der Sanders erschießen lassen. Von der Mafia erschießen lassen. Aber ich habe doch jetzt hier einen gefeuert. Wenn ich jetzt einfach eine Frau einstelle. Ja, stelle ich hier mal eine alte Frau ein. Das ist das Beste, was ich hier im Moment kriegen kann. Das war jetzt A, Schicht A. Habe ich hier sechs Frauen. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs Männer, ja, müsste auch passen. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frauen wieder und 1, 2, 3, 4, 5 Männer. Fünf Männer und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Frauen. Ja, müsste auch jetzt erledigt sein dann. Ich habe doch jetzt mehr Frauen als Männer. Ja, passt das Neumann nicht, oder was? Samandi. Merken wir uns Samandi. Den lasse ich jetzt mal schießen. Für 1000. Okay. Morgen um 10 Uhr werden sie wieder. Aber es ist doch Schwachsinn, ey, was die jetzt gemacht haben. Zwei weinende junge,
eindeutig unter Schock, stehen gefährlich nah am Rand der Brücke. Ihr betrunkener und aufgewühlter Vater schiebt sie langsam auf den Abgrund zu. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Tun Sie das nicht, alles wird gut. Beruhigen Sie sich, mein Freund. Erzählen Sie von Ihrem Mann. War das hier mal mit der Frau? Ein starker Windstoß weht eines der Kinder beinahe von der Brücke. Aber der Junge fängt sich im letzten Moment und stolpert mit einem abgeschürften Knie zu Boden. Hören Sie mit dem Unsinn auf. Diese Kinder haben schon genug erlitten. Den Kind zur Hilfe ein. Zurückhalten und den Mann nicht weiter beunruhigen. Dem Kind zur Hilfe ein, natürlich. Der Mann nuschelt und sagt, dass es keinen Grund gebe, das Unausweichliche hinauszuzögern. Eine Waffe auf den Mann richten und ihm befehlen, sich von der Kante zu entfernen. Machen Sie sich klar, was Sie da tun wollen. Es gibt Menschen, die sich um sie sorgen. Ihre Kinder haben noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie können nicht einfach diese Entscheidung für sie treffen. Was ich gerade sagen wollte, das war jetzt Schwachsinn, weil ich das jetzt für die andere Schicht gemacht habe, ne? Also schießt sich jemand in einer anderen Schicht, in einer B-Schicht. Ich wollte ja den hier schießen eigentlich. Ja, egal. Sekretärin Abigail Johnson hat gegenüber der Polizei ausgesagt, dass ihr Chef Martin Kronok von einem Meeting sehr aufgebracht zurückgekommen sei. Er holte nach seiner Rückkehr eine Tüte weiße Pulver aus dem Safe und hatte die Tür abgestoppt. Jetzt schreit er ununterbrochen und führt sich wie ein Wahnsinniger auf. Dabei fordert er von seiner Sekretärin, ihm den Kopf eines Einhorns zu bringen. Ansonsten würde er ihr mit einem Bieröffner die Kehle durchschneiden und dann ihre Familie erledigen. Ja, ich habe nicht genug Leute. Mir fehlen 3 Leute dafür. Ich muss ja mal warten, bis irgendjemand zurückkommt hier. Was haben wir da? Ein junger, betrunkener Motorradfahrer ist mit seinem Fahrzeug in die Kirche eingedrungen. Fuhr zwischen den Bänken herum, entweichte das kurz Kruzifix und floh dann vom Tatort. Ja, jetzt fehlt mir hier natürlich ein Beamter. Ein Detektiv meine ich. Im Haus war niemand außer der Hund. Außer den Hund. Sie haben an der Tür gekratzt, weil sie raus wollte. Außer die Hunde, mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Schicken wir hier erstmal 3 Leute hin. Das habe ich ja schon vorgelesen gehabt. Unter den Kriterien. Ein Mitglied der Familie war mit einer geheimen Liebschaft in einem Restaurant zum Abendessen verabredet. Aber da es eben eine geheime Leidenschaft war, waren die Sicherheitsvorkehrungen lax und einer von Vegas Männern konnte
eine Granate in den Raum schmuggeln. Das wird am besten von der Polizei erledigt. Inoffiziell natürlich. Da fehlt mir eine Person. Schicken wir mal zwei Polizisten hin. Ja, den Auftrag kann ich jetzt nicht erledigen. Ich hoffe, der ist am nächsten Tag auch noch da. Wir fehlen jetzt einfach die Detektive. Kokain verkaufen wir einer Mafia. Das war ja angestellt, oder? Ja, ich werde jetzt einfach jeden Tag Männer in die Falle locken, um sie zu erledigen, um dann Frauen zu bekommen. Weil ich muss ja mehr Frauen einstellen. Ein Mann in Aufzug ist in eine Empfangshalle einer Bank gekommen und hat mehrere Kunden getötet. Er hat kein Wort gesagt. Er hat einfach nur auch das Feuer eröffnet. Hat ein Zeuge berichtet. Ein Dutzend Leute ist immer noch in dem Gebäude und die Forderung des Täters sind weiterhin unbekannt. Ja, fünf Leute muss ich dahin schicken. 1, 2, 3, 4, 5 und das SWAT-Team schicke ich auch mal mit. Das mit dem SWAT-Team, das verstehe ich noch nicht ganz, aber ich schicke mal zur Sicherheit nochmal das SWAT-Team mit. Ja, die wollen Verstärkung, wollen fünf Leute Verstärkung haben. Ich kann aber nur drei schicken. Dann habe ich alle, die ich habe, habe ich dann zu diesen einen Dingen geschickt. Ja, jetzt kann ich da keinen mehr hinschicken. Ich habe nur ein SWAT-Team und wenn er einmal eingesetzt wird, dann ist Feierabend, dann kommt er auch nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Da hätten sie ein paar SWAT-Teams mehr machen können. Aber ist schon heftig, dass sie acht Leute gebraucht haben und das SWAT-Team noch dazu, ne? Also in der Arschicht fehlt ein Detektiv auf jeden Fall. Ja, schicken wir hier mal eine zuckersüße junge Frau namens Anna ist ein. Ich pack das mal Leute. Ist eine wirkliche wichtige Quelle für uns in einer großen Buchhaltungsfirma. Als sie heute von der Arbeit nach Hause kam, musste Anna feststellen, dass ihr Haus brennt. Feststellen, ohne K, mein Gott. Und die Arschlöcher, die den Brand gelegt haben,
hatten hingehen, was hingen nach herum und bewunderten ihr Handwerk. Wäre es nicht schön, wenn jemand ihre Schädel einschlagen und sie in die Flammen stoßen würde? Jo, macht ihr beiden das mal. Fahrerflucht. Jetzt puzzelt ihr das hier mal zusammen, ne? So könnte es natürlich gewesen sein. Dieser dunkle Auto kam in die Kurve gerast und über Bürgerstand fährt dann einfach weiter. Hat der Mann wohl erwischt, nicht mal gebremst. Kurz vor Zusammenschluss habe ich ein paar Betrunkene aus der Bar geworfen. Hatte sich mit ein paar meiner Stammgäste gestritten. Dabei schwarzer Brot der Wagen. Vor ein paar Tagen hatte der Ärger mit. Ja, das hilft mir jetzt nicht viel. So müsste das doch stimmen. Der ist draußen und geht aus seinem Haus raus. Die beiden steigen im Auto ein. Waren die vorher beobachtet? Nein. Die steigen im Auto ein, sitzen im Auto. So, da ist schon der Blutfleck. Ach so, okay. Ja, aber das war doch verkehrt. Ach mein Gott, ja. Ja, Wilhelm letztes bekannter Wohnort, aber die Informationen sind mehr als 3 Jahre alt. Aber da waren noch 2 Bilder voll vertauscht, aber egal. Wenn die sagen, das passt, dann passt das. Wilhelms Lieblingsort, um sich einen hinter die Binde zu kippen. Er kennt hier jeden. Ach so. Ja, der ist jetzt bei den anderen unterwegs. Ja, da muss ich hier warten.
habe ich jetzt dafür wieder Leute? Ja, dafür habe ich jetzt wieder Leute. Dann schicke ich mal hier zwei Stück rein. Flucht. Falscher Ort, okay. Der wohnt da nicht mehr, die Informationen waren 3 Jahre alt. Ermittlung hat begonnen. Gut. Dann beenden wir mal den Tag. Ja, 6:3 für Sanders. Du kannst weiterlaufen. Tag beenden. Und das war der 15. Teil. Bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuschauen.